Hey Leute, Servus, zurück hier bei Valheim. Ja, ich habe mich hier mal fleißigst. Okay, ich habe hier eh noch genügend dabei. Um unseren Portalraum gekümmert. Ich habe das ganze Zeug weggezimmert. Und habe uns auch da ein Portal hingebaut. Damit wir gleich da rauskommen, wo wir hinwollen. Glaube ich, ja, 1,5 Stunden Arbeit, die ganzen Steine wegzuzimmern. Ich habe hier mal ein bisschen was aufgehängt, damit wir hier auch ein bisschen was sehen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie groß machen wir den Spaß? Wir könnten jetzt tatsächlich einfach mal das habe ich mir jetzt gedacht, logischerweise, dass das ja nicht hebt. Kann ich denn... Hebt der Stein dann... Ja, er hebt sogar... Machen wir es eben so. So. Ich würde wirklich sagen, wir gehen hier so an die Ecke. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Müsste dann... Ja. Das sieht man aber auch schlecht, wenn man danach... Egal, man muss ja bloß ungefähr hinkommen. So, dass sich die Steine halt berühren. Nein, das habe ich jetzt abgerissen. Das stand da vorher. Ich glaube, die Schmiede. Ja, genau. Die Schmiede, die klatschen wir natürlich gleich wieder hin. Zack. Machen wir hier weiter. Hier ist es. Hier hin. Ja. Komm schon. Ich habe es natürlich so knapp hingebaut, dass ich lol. Okay, ich muss es schlechter bauen. So. Ihm ging es doch so gut, wieso will er jetzt hier nicht? Schon ging es noch oder ging es nicht mehr? Bauen wir es da drüben weiter. Dass er es auch nicht checken will, wo ich hin will. Jetzt
daneben hinbaue und den jetzt da reinsetze. Ja. Perfekt. So geht's auf jeden Fall. Das darf ich hier auch so machen. Weiter versetzt machen. Das nicht. So, und du jetzt bitte da rein. Danke. Wird ja auch Zeit. So. Dass wir mal das Grundgerüst bauen, um zu sehen, wie es dann aussieht. Ob wir das tatsächlich so lassen können. Oh, kein Stein. Na gut, das sollten wir gleich behoben haben, das Problem. Hier lagen nur 17 Steine rum. Das kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen. Okay, es sind wohl tatsächlich nicht mehr mehr. Ich bin gerade nur im Überlegen, reicht es oder brauche ich den echt größer? Wirklich dazu geneigt bin, dass ich es so mache. Oh, regnet mal wieder Steine. Wie gesagt, den Rest füllen wir dann wieder auf. Wird wahrscheinlich eh schon eine Herkulesaufgabe, das aufzufüllen. Aber ich glaube immer noch, dass es am Schluss ziemlich geil aussehen könnte. An das Eck. Und dann schauen wir mal, ob wir das dann am Schluss tatsächlich so auffüllen können mit Stein draußen, dass es niemand merkt, dass hier
eine Höhle ist. Leute, Leute. Reicht halt auch so einer leider nicht, sonst hätte ich gesagt. Gut, der kleine würde reichen, aber da müsste ich halt dann... Naja, wobei es ja eigentlich egal ist. Das können wir jetzt mal so machen und dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal, wie es im Gesamtbild aussieht. Steine haben wir noch. Könnt mir auch hier natürlich wieder gern in die Kommentare schreiben, was ihr von der Idee haltet. Hier mit dem Portalraum. Okay, das war's dann wohl mit Steinen. Hilft nur eins, zack. Wir müssen ja gefühlt noch 1000 Tonnen Stein rumliegen haben. Dann holen wir da mal, was geht und hoffen, dass es lang reicht. Ach ja, da ist auch noch Stein drin. Stein kommt da wieder rein. So. Ja, dann können wir gleich noch unseren Hammer reparieren, wenn wir schon hier sind. Dann gehen wir gleich wieder durch. Bin ja wirklich gespannt, wie es am Ende aussieht. Hab nämlich auch Bock, den schön zu renovieren. Beziehungsweise mit... Ja, jetzt ist das schon wesentlich größer. Renovieren, mit Trophäen und so weiter auszuschmücken. Es ist nur die Frage, wollen wir, könnten rein theoretisch auch so Torbögen bauen. Das würde mich mal nur interessieren, wenn ich jetzt... Hier gibt es ja nicht wirklich eine Mitte. In Torbögen einbringen könnte. Ich sagen, wir bauen jetzt mal eine Wand so. Irgendwas stimmt doch jetzt hier nicht. Jetzt schaut es wieder besser aus. Jetzt haben wir natürlich kein Holz dabei. Das geht's natürlich auch. Okay, da komme ich schon gar nicht mehr hin.
Obwohl, sieht doch eigentlich ganz nice aus. Würde ich sagen. Stell dich nicht so an. So, scheiße, ne, komm mal zurück. Ich muss ja dann hier auch gleich beiden anbringen. Was ist das schon wieder mit Stein? Leck mich am Arsch, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein Steinfresser. Dann wirklich mal hier. Zack. So, nimm mit, was geht, Junge. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es uns. Vielleicht schaffen wir es, uns bis ins Portal zu schleppen. Weil dann bauen wir gleich eine Kiste und packen da die Steine rein. Perfekt. Genau so habe ich mir das vorgestellt, Leute. So, gleich raus mit dem Hammer. Ja, Kiste kommt mitten rein. So. Dann würde ich sagen, geht's auch schon weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Da drüben. Ich würde sagen, ich habe. Bin da jetzt nicht. Müssen wir jetzt wieder Kommando zurück. Ja, Speicher, wie immer. Ist ein Moment. Ja, langsam wird's doch. Und dann hätte ich mir eben vorgestellt, dass wir, ich zeig's euch jetzt einfach mal. Das Ganze dann irgendwie so aussehen lassen. Mal als Beispiel. Und wenn wir jetzt hier ein Portal reinzimmern,
Passt das rein? Ja, es passt rein. Ja, cool. Dann hätte ich das genau so gemacht, denke ich. Und dann noch ein paar schöne Trophäen und so weiter. Gut, der Rauch kann jetzt nirgends hin, aber ist jetzt, sage ich mal, auch nicht so dramatisch. Da können wir uns entweder noch was einfallen lassen. Weil auch hier gibt es, denke ich mal, eine easy Möglichkeit, wie man das Ganze umgehen kann oder besser hinbekommt. Steine. Ich weiß, ich brenne, aber ich kann jetzt nicht. Jetzt hat es da vorhin gepasst. Das. Ja, Leute, ich würde echt sagen, ich beende die Folge hier an dieser Stelle. Mal schauen, ob wir dann irgendwo oben so kleine, wie so ein Kamin lassen, wo der Rauch rausgehen kann. Das könnten wir auch mal noch machen. So immer hier an dem Eck zum Beispiel. Dass wir da dann sowas hinbauen. Obwohl, dann wird das Feuer nichts bringen wahrscheinlich. Ah ja, das sehen wir einfach mal. Leute, ich beende die Folge hier an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat und ihr gespannt seid, wie es mit dem Portalraum weitergehen wird, dann lasst mir gerne einen Daumen und ein Abo da. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, Freunde. Euer Stevie B. Ciao.